Liebe Leute, willkommen live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube. Willkommen bei dem Spiel, das ich privat auch im Augenblick rauf und runter mal wieder spiele. Willkommen beim Old World, bei dem Civilization in der Antike. Euch allen viel Spaß hier. Und ein Jahr weiter bitte mit den Persern. Auf geht's, viel Spaß. Und? Ja, Barbaren greifen uns an. Oh, die Oligarchin, Parisates, die zaghafte, ist nicht mehr krank, sie ist wieder fit, da freue ich mich. Die Witwe... Ah, das darf euch nicht irritieren. Manchmal steht bei Einheiten, ist im Kampf gefallen. Das ist aber nicht so, dass die wirklich umgebracht, also sie ist Generälin. Das bedeutet aber nicht, dass gerade die Einheit umgebracht worden ist, sondern das gibt's nur, wenn die stirbt, dann heißt das oft, die ist im Kampf gefallen. Ja, das ist dies aber eigentlich nur normal, wahrscheinlich an einer Krankheit gestorben. Aber auf Deutsch heißt es dann, ist im Kampf gefallen. Ja, schade. Meine Mama ist gestorben. Die Königin, wie gut, dass ich gestern noch mit ihr telefoniert habe. Meine Mama ist gestorben, ja, 49 Jahre jung. Die Gattin von König Kyros Senior. An die das Oberhaupt der Juden, die Matriarchin, ist auch verstorben. Unglaublich viele Leute. Wir haben eine neue Matriarchin des Judentums. Es ist die Matriarchin Roxana von Wolkenweiden. Und sie mag uns nicht so ganz, aber wir schleimen uns ja bei den Juden bald ein. Viele Städte werden hier judifiziert, das wird schon klappen. Die Oligarchin Parmida, die Jüngere, ist konvertiert, hat das Judentum abangenommen, zauberhaft. Das Familienoberhaupt der Achämeniden, bei uns geht es voll Richtung Judentum. Die Babylonier, die ollen Angeber. Jetzt haben wir eine weitere Nation identifiziert, die hier im Volk, die hier im Spiel drin ist. Beginnt die Pyramiden zu bauen. Gesetze sind dann mit Hälfte der normalen Stadtkapitalpunkte zu bauen. Und das neue Oberhaupt der Achämeniden ist Parmida die Jüngere, auch schon 58. Krass. Sehr schön. Ja, der Tod geht um, ganz genau. RIP, das ist im Spiel. Wir wollen erstmal schauen, da wurden wir angegriffen. Jetzt versuchen wir, das hier einzunehmen. Das Barbarencamp wird, unten rechts steht es, schaut mal bitte hier, in zwei Runden ein Feldlager, dann ist es schwieriger, aber nicht unmöglich einzunehmen. Und in drei Runden spawnt hier eine neue Einheit. Das ist Fernkampf, das ist Nahkampf. Wir haben mehr Defensive von Stadtfeldern aus, das ist ein Stadtfeld. Nahkämpfe, Angriffe. Ist hier ein Fluss irgendwo? Ja, aber der Fluss ist auf der anderen Seite. Das ist also nicht unser Nachteil. Greifen über Flüsse hinaus im Nahkampf an, ist das doof. Und der Elite-Plänkler ist wiederum eine Fernkampfeinheit. Und weniger Angriffsstärke, wenn man auf Waldfelder angreift. Das ist logisch. Weil dann die Pfeile im Laub hängen bleiben und mehr Defensive von Stadtfeldern. Dann ziehen wir mal hin und her. Wir ziehen mit dem hier drauf. Ah, das sind zu wenig. Guck mal, wir würden zu viele... Das wären ein Eilmarsch. Man kann Eilmärsche machen. Aber die kosten einen dann einmal 100 Militärpunkte. Ich frage mich gerade, warum die hat die Einheit echt nur zwei Bewegungspunkte? Das ist ja erbärmlich wenig. Von hier aus können wir immerhin ein bisschen angreifen. Kann sein, dass hier noch eine weitere Einheit entstehen wird. Schaffen die binnen zwei Runden. Wenn er dichter dran steht, dann vermutlich schon. Machen wir nächste Runde dann. So, jetzt geht es weiter. Das waren die Militärleute hier vorne. Wir haben eine zivile Einheit, die sich bewegen kann. Das ist der der Siedler, in der Bolopolis entstanden ist. Mit dem ziehen wir ja optimistischerweise rüber und wollen da gleich eine Stadt gründen. Dann, das waren alle. Baumaßnahmen keiner.
Dann haben wir einen Elite-Plänkler hier erspäht. Den ignorieren wir. Dann haben die Babyloner mit dem Welthunger angefangen. Der Siedler ist da. Und das ist die Zusammenfassung aller unserer Sachen. Jetzt können wir mit 3 Militäreinheiten noch ziehen. Wir wollen rüber zu den Karthagern. Wie gut sind die Karthager mittlerweile? Immer noch technologisch uns unterlegen. Wir ziehen denen jetzt mit allem, was wir haben, entgegen, Leute. Ja? Wir ziehen einmal mit dem Trupp. Hier vorne hin. Wir ziehen mit dem hinterher. Das sind unsere Elite-Kämpfer, die besonders stark sind. Hätten wir hier eine Straße, dann wäre alles wesentlich fixer. Hier sind wir sogar ein bisschen ausgebremst, weil ich gleichzeitig auf demselben Geländefeld stehen können. Jetzt ziehen wir nur ein bisschen vor. Oder lohnt es sich, rechts lang zu ziehen? Nee und nimmer. Jetzt ziehen wir nur bis hierhin vor. Und nächste Runde weiter. Mit denen wollten wir hier unten teilweise abwarten, wenn Feinde kommen. Das ist ein Schleuderer, ein Krieger, ein Elite-Plänkler. Ist davon eine Generalseinheit irgendwo dabei? Nein. Kann man von denen eine Einheit befördern? Ja, ja, guck mal. Die kann man mit nur 10 Ausbildungspunkten befördern. Aber ich glaube, die gibt von einer alleine jede Runde XP. Nee, nicht von alleine. Dann befördern wir die einmal. Der Aktionspunkt ist ja gerade verschenkt. Und geben ihr blutdurstig Angriffs- und Verteidigungsstärke gegen angeschlagene Einheiten. Oder gegen alle Infanterieeinheiten. In der Regel, wenn wir mit Infanterie zu tun haben, wild. Zäh. Betrifft uns selber, wenn wir angeschlagen sind, und Fokus gibt mir kritischer Schaden. Ich finde eigentlich, weil man meistens mit Infanterie zu tun hat, wild am besten. Oh, da steht aber, die Oligarchin hat das bereits getan. Sie ist bereits wild, dadurch, dass sie als Eigenschaft ihrer Person... Okay, dann geben wir ihr stattdessen blutdurstig. Den können wir nachher auch befördern. Können wir jetzt machen, oder gibt der denn... Entschuldigung, was habe ich denn gerade gemacht? Gibt er denn jede Runde automatisch noch ein bisschen XP, der General hier? Nee, nur durch Kampf. Mit dem könnten wir auch schon mal befördern, gegen 28 Ausbildung, könnten dem geben. Das ist ein Nahkämpfer. Gegen Stammeskrieger stärker? Nein. Gegen Fernkampf stärker? Ist mehr defensiv stärker, Angriff stärker. Wir denken offensiv, 10% mehr Angriff stärker. Ja? Gegen Fernkämpfer 10% auch Defensivstärke. Wir denken mal Angriff. Gehen da oben rein. Dann haben wir nur noch 3 Aktionspunkte. Viel können wir nicht mehr machen. Wir könnten wieder mit den... Ja, die Kundschafter stehen rum und tun nichts. Wir können aber mit M uns die Bonusressourcen anzeigen lassen. Hier könnten wir etwas ernten. Aber viel ist es nicht. Oder wir ziehen jetzt doch mit allem, was wir im Militär haben, weiter rauf. Mit dem Bild setzen wir mal eine Runde aus. Oder kann er? Auf Speerkämpfer verbessern wollen wir nicht, nein. Setzt nur eine Runde aus. Und dann haben wir noch eine weitere Einheit hier vorne. Einmal heilen. Gratis Beförderung möglich. Einmal heilen erstmal. Ist mir wichtiger. 2 Aktionspunkte haben wir. Das ist die eine Einheit, mit der wir noch nachziehen können. Und die beiden bleiben hier, falls in den Slums noch Feinde entstehen. Das ist ein Krieger ohne General und ein Elite-Plänkler. Beide sind etwa gleich stark. Und dann ziehen wir von hinten einen Schleuderschützen mit. Ja? Okay. Und eine Runde weiter hier. Alles klar? Eins weiter, eine Runde weiter. Forschung läuft, alles gut. Und gucken, wann die Karthager uns entdecken hier.
wurde das gallische Dorf anscheinend von den Römern eingenommen. In der Nähe von, oh, das ist schlecht, in der Nähe von Wolkenweiden findet erneut ein Stammesüberfall statt. Den hatte unser Speerkämpfer schon zurückgeschlagen, vom Außenposten der Numider ausgehend. Und ich glaube, die schicken normalerweise berittene Einheiten. Das heißt, wir haben einen Speerkämpfer vor Ort, er sollte da standhalten können. Und Rebellen, wir haben schon wieder Unzufriedenheit. Und es sind schon wieder in Bulbatana Feinde entstanden. Ein feindlicher Speerkämpfer ist sogar entstanden. Wir konnten die Oligarchen beeinflussen, die hatten es jetzt ein bisschen lieber. Und damit sollte sogar die ganze Familie uns mittlerweile lieber haben und steht bei. Gucken wir uns gleich mal an. Das ist, fand ich gerade etwas unübersichtlich. Und genau, die wurde beeinflusst. Wir schauen uns mal die Familie an. Ja, wir sind im Plus bei der Familie jetzt. Familie der Akkasiden. Sehr, sehr positiv. In 100er Schritten ist das immer. Eine Zufriedenheitsstufe rauf sind wir dadurch gekommen, dass das Oberhaupt uns lieber hat. Das nächste Event. Vorher gucken wir mal. Wir versuchen, die ja anzugreifen und da aufzumischen. Hier vorne ein Speerkämpfer, der steht meutern, aber eigentlich ist er gerade. Ne, das ist. Da ist keiner gemeutert. Da steht, der wäre gemeutert, aber das ist einfach so eine Rebelleneinheit. Die kriegen wir schwer gekillt. Schaut mal, der steht auf Hügel und auf Wald. Das wird ein richtiger Brocken. Wir gucken uns erstmal das Event an hier vorne. Matriarchin Roxana von Wolkenweiden ist nicht mehr länger nun damit zufrieden, über spirituelle Autorität zu verfügen. Das Judentum hatte immer mehr Einfluss, deshalb möchte sie auch ein bisschen Einfluss bekommen auf die Politik hier im Reich der Persier. Sie bekommen die Eigenschaft machthungrig. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie Religionsoberhaupt wird oder Familienoberhaupt. Das ist hier schon. Religionsüberhaupt ja, Familienoberhaupt nicht. Machthungrig. Das Judentum verbreitet sich auch in Bulbatana jetzt. Das ist sehr positiv. Damit gibt es dort mehr Zufriedenheit vor Ort. Und wir könnten ja jetzt in Bulbatana auch irdische Vollmachten verleihen. Das heißt, sie würde jetzt Statthalter dort werden. Wer ist denn im Augenblick dort Statthalter? Der Statthalter würde ersetzt werden. Also der neue Statthalter wäre nicht mehr Mamercus der Aufstrebende. Der gibt im Augenblick der Stadt als Statthalter eine Zufriedenheit. Zwei Zufriedenheit gibt er der Stadt im Augenblick. Fünf Wachstum, vier Kultur. Das heißt, von den sieben Kulturpunkten her werden allein vier durch ihn als Statthalter erzeugt. Und es gibt 50% mehr Wachstum hier und damit immer mehr neue Bürger. Er ist 40 Jahre alt, er könnte eine ganze Weile dort noch unterwegs sein und sorgt für zwei Zufriedenheit pro Runde. Im Augenblick würden wir ihn als Statthalter lassen, hätten wir in einer Runde, schaut mal hier links, eine Unzufriedenheitsstufe verloren. Der ist super cool. Jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, ob wir ihn woanders hinschicken könnten. Das ist die Familie der Sassaniden. Hier vorne. Schaut mal, was hier ist. Entsteht in zwei Runden Garnison. Das heißt, in zwei Runden wird er in derselben Stadt erneut eingesetzt werden können. Dann schicken wir einfach von hier nach oben hin. Außerdem ist er, glaube ich, gar kein Stadtmitglied der Sassaniden. Er ist einfach nur ein allgemein im Hofstaat. Den können wir problemlos woanders hinsetzen. Ist völlig okay. Die Stadt hier oben ist nicht so wichtig wie die hier unten, aber mit zwei Runden woanders alles okay. Ja. Jetzt schauen wir mal, was sie dort oben. Ja. Ja, das ist das Event. Wenn wir ihr sie als Statthalterin dorthin geben, dann erzeugt sie dort unten, dort oben. Mehr Ansehen bei ihrer Familie und sonst nichts. Sie ist überhaupt nicht geeignet als Statthalterin. Sie ist eine Pflaume. Echt. Sie hat sehr viel Charakter. Sie hat den Archetyp als Diplomatin. Als Botschafterin wäre sie cool.
Die bringt uns überhaupt nichts als Statthalterin. Doch hier, pro Kulturstufe 2 Forschung mehr. Und die Stadt hat Wolkenweidert, welche Kulturstufe 1 oder 2? Es gibt 2 oder 4 Forschung mehr, immerhin. Sie hat weniger Mut, dann gibt es weniger Ausbildung. Doch, das ist nicht schlimm, das ist kein Militärstadt. Das ist ja nicht so schlimm. Macht hungrig hätten wir. Das ist auch okay. Ja, können wir machen. Also genial ist sie nicht. Sie ist auch keine Sassanidin, heißt es im Chat. Das kommt noch dazu, stimmt. Das heißt, sie wird in einer Stadt einer anderen Familie ernannt. Sorgt das denn dafür, dass die Familie der Sassaniden eifersüchtig reagiert? Nee, ne? Ach, schaut mal. Als Diplomatin würde das sogar dazu führen, dass die Sassaniden, obwohl die verdrängt, obwohl die das eine Fremde in deren Stadt Statthalter ist, würde die sogar noch freundlich darauf reagieren. Das ist ja echt krass. Die Sassaniden hätten uns sogar lieber und wir hätten mehr Zufriedenheit. Und schaut mal, wir bekommen auch mehr Stadtkapital vor Ort. Nee, das ist das Stadtkapital. Ist das als Statthalterin oder ist das reichsweit? Das kapiere ich gerade nicht. Wir machen das mal testweise und dann, wir können das ja jederzeit wieder zurückmachen. Alternativ ist, wir lehnen das ab. Dann hat sie Streit mit uns und minus 100. Dann haben wir ein Problem in der Backe. Sie ist erst 39 und das Oberhaupt der Juden. Dann werden, also die unserer Staatsreligion, die Anführerin unserer Staatsreligion verabscheut uns. Also da muss die Politik leider Vorrang haben. Ich gebe ihr mal die irdischen Vollmachten und wir gucken mal, wie das hier uns beeinflusst in der Stadt. Schaut euch mal an, wie viel Stadtkapital im Augenblick hier ist. 23. Jede Runde. Jetzt machen wir das einmal hier. Annennen ihr sie. Jetzt haben wir nur noch 18 Stadtkapital. Weil den super Glücksstadthalter woanders hingeschickt hatten. Das heißt, die Stadt wird jetzt keine großen Probleme haben. Der Basiswert ist, glaube ich, um die C8. Schaut mal dort oben. Also es fällt ein fetter Bonus weg. Es ist so noch okay, aber es ist eine 2 minus jetzt hier. Oder vielleicht eine 2, könnten wir sagen. Wir haben 2 Forschung mehr. Die nächste Kulturstufe kommt allerdings in 10 Jahren. Das könnte man beschleunigen. Dann gibt es nochmal 2 Wissenschaft mehr hier. Ja. Es ist keine Katastrophe. So. Man kann das schon mal machen. Und ihn packen wir dann hier oben in 2 Runden als Statthalter hin. Sobald das geht. Oder wohin auch immer. Ja? Okay? Also viel anders geht's nicht, weil das mit dem Judentum, das wäre heftig. Zeit für eine Pause. Die Bürde, eine Nation zu führen, fordert ihren Tribut. Euer Hofarzt schlägt euch vor, eine Weile auf eurem privaten Anwesen zu erholen. Das hatte sowas wie bei Anno 1800, wenn ich 2 Stunden gespielt habe und dann gibt es plötzlich eine Meldung von den Entwicklern und eine Stimme sagt, sie haben 2 Stunden lang gespielt, Zeit für eine Tasse Kaffee. König Kyros hat wenig Disziplin, daher kommt das. Krass. Wir können entspannen, unseren Pflichten aus dem Weg gehen und schaut mal, was dann die Folge wäre. Der König würde dann als dumm gelten. Alle Städte, 10% weniger Wissenschaft. Alle. Krass. Nein, danke. Und die Römer würden uns verabscheuen, ihre Königin würde uns verabscheuen, weil sie selber gebildet ist. Und auch die Matriarchin Roxane würden uns veräppeln. Das kann ich machen. Die Alternative? Glücksspiele mit den engsten Freunden spielen. 500? Nein. Schau mal, wie viel Geld wir haben. Wir haben noch 845 Gold. Wir verlieren im Augenblick pro Runde 90. Davon hauen wir jetzt mal 570 raus. Wir müssen mal Ressourcen verkaufen. Wir verkaufen mal ein bisschen Eisen. Ich verkaufe mal 100 Eisen. Ja? Preis sackt ab. Nochmal.
Nochmal 100 verkaufen. 826. Wir haben plus 55. Ich würde so erstmal lassen. Wir wissen nicht, was an Events noch kommt. Steine will ich nicht verkaufen wegen Weltwunder. Nahrung gibt einen schlechten Preis. Aber wir können jederzeit verkaufen. Deshalb sage ich ja immer, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man ein Minus hat in Geld. In der Regel kann man das irgendwie ausgleichen. Es gibt noch ein Event. Die Lehrenden an der Akademie für Strategie berichten, dass Astar, unsere Halbschwester, aufgebracht scheint und offenbar mit dem Unterricht und den theoretischen Manövern nicht zufrieden ist. Eines Tages erhalte ich eine Nachricht von ihr. Dabei handelt es sich weniger um eine Bitte, also um einen Befehl. Hey, schickt mich zu meinen Kameraden, dorthin gehöre ich hin, nicht hier, bei diesen Faulenzern und Feiglingen an der Akademie. Sie will ins Feld. Sie will an die Front, die kleine Astar. Was bewirkt das? Ja, komm, hört mit euren Studien auf. Beendet erstmal eure Studien, dann werden wir weiterreden. Sie ist dann gebildet. Oh lala, zwei mehr an gebildet. Die lässt mit sich reden. Sie hatte im Augenblick gar nichts an gebildet. Es gibt ja vier Werte. Charisma, Mut, Disziplin und Weisheit. Dann wäre sie bei plus 2. Oder Alternative. Hey, ihr solltet eure Ausbildung mit derselben Entschlossenheit angehen, wie euer Mundwerk laut ist. Dann wird die Herzogin, gilt sie jetzt als streng. Und das bedeutet, wenn sie Statthalterin ist, alle Infanterieeinheiten, die sie ausbildet, starten mit 100 XP, also quasi mit einer Gratisbeförderung. Oberhaupt wird sie wahrscheinlich nicht werden. Alle Infanterieeinheiten, die entstehen, bekommen 50. Aber ihre Charakterwerte werden sonst nicht verstärkt. Oder die dritte Sache. Ich werde mich dieser Leidenschaft für den Dienst nicht in den Weg stehen. Dann steht sie jetzt in unserer Schuld. In der Schuld des Königs. Plus 40 Ansehen genießen wir bei ihr. Sie ist nicht mehr Schülerin der Strategieführung. Das bedeutet, dass das abschließende, mutmaßlich positive Event nicht mehr kommt, dass ihr nochmal irgendwelche positiven Werte beschert. Darauf müssen wir verzichten. Und stattdessen gilt sie jetzt als Soldatin, als Merkmal. Und wenn sie als Generälin eine Militäreinheit tötet, also ihr Trupp das macht, bekommen wir für den Pool hier rechts oben einmalig 20 Ausbildung. Also, das finde ich nicht so mächtig. Also ich würde tatsächlich sagen, hier, wir machen sie gebildet, zu einer Allrounderin. Die Frage ist, was bewirkt die Weisheit später, wenn sie Generälin ist? Weil sie wird als Generälin arbeiten. Bei Generälen erhöht das die kritische Trefferchance. Das finde ich gar nicht so wichtig, aber plus 2 ist sehr viel und das kann zu positiven Events führen. Bei Generälen gibt es ja nicht viele positive Events, die durch Weisheit ausgelöst werden, aber ich finde den Gedanken eigentlich hübsch. Ja? Ich frage euch, sollen wir sie gebildet machen? Das ist mein Vorschlag. Das ist ihre Eigenschaft hier. Dann können wir sie als Gebildete können wir sie danach einsetzen. Ja, wir können sie nachher es kann sogar sein, dass wir sie als Statthalterin einsetzen können, wenn man eine Militärstudie hat. Dann bekommt sie noch einen Archetyp. Gebildet ist kein Archetyp, das ist eine Charaktereigenschaft. Der Archetyp kommt noch. Und in einem Archetyp können sie verschiedene Jobs haben, zum Beispiel General oder Spion oder General oder Botschafter. General oder Spion, General oder Kanzler, Spion oder Spionagemeister. Das heißt, sie wird auf gar keinen Fall als Statthalter arbeiten. Deshalb ist das hier mit dem Bonus, ist das mit dem Strengen völlig egal. Die wird niemals Infanterieeinheiten ausbilden. Und das hier finde ich völlig langweilig. 20 Ausbildungen, wenn man jemanden umbringt für einen Pool, das ist ab dem Midgame völlig egal. Da hat man so viele Werte. Ich will nehmen das erste hier. Ja, Chat meint auch, ihr meint auch, gebildet bitte. Da ist sie jetzt. Hier greifen wir an und hier gründen wir jetzt ein Dorf.